Hallo, da sind wir wieder bei Trine. Und ja, in der letzten Folge haben wir endlich erfahren, was es mit dem Skelettausbruch auf sich hat. Und zwar wurde das dritte Artefakt, das dritte Teil des Trines gestohlen. Und dadurch eben die Auferstehung der Toten und das alles ausgelöst. Und deswegen begeben wir uns jetzt hier durch die Minen, um mal zu gucken, was wir dagegen tun können. Erst einmal will ich aber hier hochgucken, wenn ich das könnte. Kann ich wohl nicht, dann ist da oben wahrscheinlich auch nichts Interessantes. Aber hier habe ich gerade ein Skelett mit dem Aufzug erledigt. Und gleich noch eins. Ja, so schnell passiert's. Hallo. Ja, ihr könnt ruhig hier hochkommen. So. Da ist noch eine Erfahrungsviole oder unten ist gleich schon der erste Checkpoint. Nein, danke. Auf deine Pfeile habe ich heute keine Lust. Checkpoint aktiviert. Jetzt will ich da hoch an die Viole. Ja. Aua. Erstmal den Pfeil. Den Bogenschützen hier ausschalten, dann kann ich mich um die anderen kümmern. So. Und jetzt mal gucken, wo wir hier durch können. Ey, nicht runterschubsen, ich will nämlich da unten hin. Du kannst mich auch in Ruhe lassen. Also hier scheint es nirgendwo gerade runter zu gehen. Na kommt, wir spawnen noch mehr, das finde ich jetzt langsam nämlich etwas langweilig. Da kann man runter. Nein, das finde ich nicht gut. Das ist etwas blöd gemacht an dem Spiel. Dass ich in der Zwischensequenz verhauen werden kann. So. Gucken wir, ob da drüben noch mehr ist. Ist nichts, so wie es aussieht, oder? Nö. Naja, gut. Die Welle ist schon wieder gestorben. Aus Schusseligkeit von mir. Ja, ich hab dich gesehen da oben. So. Okay, darunter will ich nicht unbedingt, obwohl ich da mal runter gucken. Da ist aber nichts. Und wieder hier rüber. Ist da unten etwas? Nein, auch nicht. Dann geht's hier drüben weiter. Wohohoho. Aua. Autsch. Du da oben nervst. Wenigstens hast du eine Lebensfiole hinterlassen. Kannst ruhig runterkommen. So. Nicht hier auf dem Kopf rumtanzen. Ja, genau. Sterbt euch einfach durch die eigenen Fallen. Ah. Schon wieder einer. Komm, bleib da stehen. Na, bleib da stehen. Dann komm halt runter. So. Na, der nächste, den hat's doch wieder erwischt. Ja, genau, spring doch mal dagegen.
Komm, das macht ihr sicherlich auch, aua. Nein, komm hoch. Ja, spring. Ich hab schon wieder einen Spawn gehört. Mann, die können aber springen. Und runterfallen. Jetzt will ich aber nicht da loswerden. Kann ich leider nicht. Da muss ich halt irgendwie mit dem Krieger gucken, dass ich da rüberkomme rechtzeitig. Da. Und wie komme ich an die ran? So ungefähr müsste das gehen. Ah ja, ich hätte einfach die kleine Kiste da drüben hinzaubern können. Egal. Du bleib mal schön hier stehen. Ich dachte, du sollst da stehen bleiben. So einigermaßen, dass ich gucken kann, ob da oben noch was ist zum Festhaken. Nein, da ist nur dein Ding zum Festhaken. Ah. Komm, schwing wieder in die andere Richtung, dass ich hier rüber kann. Oh, so. Dann schwingen wir uns halt mal hier hoch. Hier oben ist auch nichts. Und ab in den Bienenwagen. Edward. Nein. Uah. Das musste doch jetzt nicht sein, oder? Energiekugel, das ist das erste Secret, auch wenn es nicht wirklich als Secret war. So. Das ist mies. Ich will hier hoch. Ich brauche einen Safe Point und zwar schnell. So. Mit dem Schwert kann ich wenigstens auch in der Luft schlagen. Ja. Ansonsten. Ist da wieder was respawned? Ne, da unten. Das muss ich gut timen. Das ist jetzt nicht so gut. Ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich nicht so gut. Der da unten. Und dann jetzt halt auf die Weise da unten lang. Wie komme ich da hoch? Ich will da wieder hoch. Erst einmal. Und dann muss ich hier irgendwie rüberkommen. Nein, nein, nein. Vom letzten Checkpoint. Fortsetzen. Und ja, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie ein Tod aussieht.
unschön. Jetzt wäre ich wieder fast gestorben. Das hätte ich jetzt gerade noch brauchen können. Die Stelle ist echt gemein hier. So. Du gehst erstmal weg und da wäre der Checkpoint gewesen. So und so. Hätte ich einfach nur hier rüber gewusst, dann wäre das gut gewesen. Aber nein, das Schicksal ist grausam. Lässt mich nicht. Da oben ist wieder eine Truhe. Ach nee, ich wollte ja gucken. Energiekugel. Das kann sie doch gut gebrauchen. Das kann er dann haben. So. Jetzt können wir hier das einhängen, nämlich, und hier rüber hüpfen. Kurz hier reingucken, was hier drin ist. Da wird wahrscheinlich das letzte. Ja, genau, die Dreiecke drin sein. Was passiert, wenn ich die verbessere? Oh ja, das ist sehr wichtig. Jetzt kann nämlich die Diebin ihre Enterhaken in diese Plattform rein stecken. Also oh, die Diebin kann die Dinger auf der nächsten Stufe anzünden. Das ist dann auch nicht schlecht. Aber jetzt sind sie aus Holz und jetzt können wir uns an denen entlang hangeln. Aber erst einmal wieder zum Magier hier aushängen. Und dann benutzen wir das holprige Gefährt hier mal, um hier rüber zu kommen. Oder auch nicht. So, jetzt können wir uns aber hier rüber hangeln und die Fiolen aufsammeln. Und uns wieder zurückhangeln. So. Jetzt muss der Magier hier oben eine hier erschaffen. Damit die Diebin sich hier hochschwingen kann. So. Hier muss sich der Ritter durchhauen. So. Zwei von der Sorte. Aua, und ich darf direkt in den Feind von dem rein. Du kannst weggehen. Da eins auf die Rübe, eins auf die 12. Die Gesundheitsfiole aufsammeln. Ich will hier hoch. So. Edge. Wie viele gibt es bei euch hier? Weg mit dir. Na, das war jetzt die Aktion. Gehst du von mir runter? Wie ist der gerade gestorben? Also irgendwo höre ich noch einen Grummeln, aber jetzt mache ich erstmal den Stufenaufstieg. Sie, dass sie schneller schießen kann. Bei ihm verwandle ich das Ding in Feuerbomben. Und er kriegt den Sturmhammer.
Ah. Hohoho, das dürfte reinhauen. Und sie kann jetzt viel schneller schießen. Na komm. Aua. So, das schießen wir auf und dann... Gott, ich hatte die Erfahrung, wo eigentlich Ranabeine ist runtergefallen, also muss ich hinter der her. So, und ich würde sagen, bevor wir hier wieder hochklettern, mache ich kurz einen Cut. Bis gleich.